Dann erstmal schönen guten Tag auch an die Zuhörer, die sich jetzt wieder den Linksnet-Talk anhören. Wir machen das ja jetzt schon seit mehreren Wochen und sprechen mit Menschen und Organisationen, die in besonderer Art und Weise von Corona betroffen sind und die auch solidarische Unterstützung oder Vorschläge haben. Heute ist bei uns Katja Kipping. Hallo erstmal. Hallo. Katja ist Vorsitzende der Linkspartei im Bundestag und dort auch sozialpolitische Sprecherin und ja schon auch lange eine Vertreterin oder Verfechterin, besser gesagt, der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Zum bedingungslosen Grundeinkommen gab es ja jetzt auch immer wieder, vor allem noch in Bezug der Auswirkung von Corona, eine Welle von Petitionen vom bedingungslosen oder zum bedingungslosen Grundeinkommen, wo auch 500.000 Menschen unterzeichnet haben, beispielsweise auch Menschen aus der Zivilgesellschaft oder quasi aus dem öffentlichen Leben wie Tanja Merz oder generell auch politische Akteurinnen wie die Bürgerschaft in Hamburg, die eine ganze Petition dazu einreichte. Und es wurde sogar erreicht von dem bedingungslosen Grundeinkommen-Aktivistin, dass die Hürde für die Bundestagspetition erreicht wurde. Katja, freust du dich über den Zuspruch zum BGE, auch quasi von Menschen, die jetzt nicht zur Linken gehören oder besser gesagt zu Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht sich täglich so wie du mit diesem Thema auseinandersetzen? Ja, natürlich freue ich mich über diesen Rückenwind. Also, ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich mir den Anlass ausgesucht habe. Corona, ja, wäre schön, wenn es auch ohne den gegangen wäre. Aber da ist jetzt passiert in dieser Situation ganz viel. Aber ich finde eh, dass wir in den letzten Jahren da einen deutlichen Fortschritt haben. Ich weiß noch, als ich so vor 17, 18 Jahren das erste Mal öffentlich fürs Grundeinkommen eingetreten bin, was es da für eine krasse Gegenwehr gab, ja. Also so das Freundlichste, was ich von Journalisten gehört habe, war, oh Gott, die ist jung, die wird noch älter und vernünftiger und erfahrener. Und das war das Freundliche. Bei den anderen, was ihr so das Gefühl hattet, die wollen mich als verrückt einweisen. Und da ist schon einiges passiert, dass es jetzt diese totale Abwehr eher so einem Interesse gewichen ist. Damit geht natürlich auch eine Gefahr einher, auf die man sich einstellen muss, aber die Grundeinkommens-Community ist ja clever. Weil natürlich, je beliebter das Grundeinkommen wird, umso größer ist auch die Gefahr vom Etikettenschwindel. Deswegen sage ich immer, prüft genau, was dahinter steht. Nicht überall, wo irgendjemand das Label Grundeinkommen drauf macht, ist dann wirklich ein Grundeinkommen mit einer freiheitsstiftenden Wirkung drin. Genau, das ist ein super Stichwort für die nächste Frage, weil ja auch im Gebot quasi das bedingungslose Grundeinkommen ja auch sogar von neoliberalen Ideen schon durchzogen ist, wie beispielsweise auch Unternehmerinnen aus dem Silicon Valley ja auch eine gewisse Vorstellung vom bedingungslosen Grundeinkommen haben oder quasi ja auch fälschlicherweise erste Projekte wie in Finnland oder Spanien dann quasi die eher als Existenzsicherung für Erwerbslose sozusagen dienen, dann so dargestellt werden in der öffentlichen Debatte. Wie wäre für dich quasi ein linkes, sozialökologisch gerechtes, bedingungsloses Grundeinkommen? Man kann ja auch sagen, dass die Kritiker im linken Spektrum uns auch geholfen haben, die Vorstellungen zu qualifizieren. Weil inzwischen, glaube ich, gibt es seit mehreren Jahren so einen klaren Debattenstrang, zu sagen, dass wir bestimmte Anforderungen an ein emanzipatorisches Grundeinkommen stellen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass das halt das Grundeinkommen in der Art, wie es finanziert wird, ganz klar verbunden ist mit einer Umverteilung. Und zwar nicht von unten nach oben, sondern vom reichsten Drittel zur gesellschaftlichen Mitte und zu den Ärmsten nach unten. Das ist ein Punkt, also die Umverteilungswirkung. Das zweite ist natürlich, dass wir nicht wollen, dass das Grundeinkommen die bestehenden Sozialversicherungen ersetzt, sondern es soll sie eher nach unten ergänzen und nach unten absichern. Und drittens finde ich auch, ich glaube ja, dass mit dem Grundeinkommen die Beschäftigten in einer deutlich wehrhafteren Position sind. Aber auf keinen Fall sollte man deswegen irgendwie Schutzrechte der Beschäftigten einschränken, ja, wie Mitbestimmung, die müsste eher ausgeweitet werden. Und viertens stellen ja Feministinnen
und Ökologen zu Recht auch die Anforderung, dass alle Einsätze und Kämpfe ums Grundeinkommen einhergehen, auch mit Einsatz für Klimaschutz und für eine gerechtere Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern. Und ich habe schon den ein oder anderen Grundeinkommensbefürworter gehört, der dann zu Anfang sagt, ja, das ist doch dann so schön, wenn die Frauen eher zu Hause bleiben wollen, bei den Kindern können die nur das Grundeinkommen haben, ja. Und da würde ich nur sagen, also die Idee war jetzt nicht, dass dann irgendwie der Mann 60 Stunden am Tag auf Arbeit ist und die Frau irgendwie 24 Stunden am Tag um die Kinder dreht, sondern die Idee vom Grundeinkommen ist eigentlich jetzt zu kombinieren mit der 4-in-1-Perspektive. Die kommt ja von Fricke Hauck und die besagt, dass im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit sein sollte für gleichwertige Tätigkeitsteile. Also erstens Erwerbsarbeit, zweitens Reproduktions-Care-Arbeit, drittens politische Einmischung und viertens halt Zeit für Muße. Und das zusammen gedacht macht das so stark. Die Stärke des Grundeinkommens ist halt, es ist so eine einfache Idee und du kannst den Raum stellen und sofort kann jeder mitdiskutieren, weil er irgendwie eine Ahnung hat, was es für ihn bedeutet. Und zugleich, wenn man das diskutiert, ist man schnell bei grundsätzlichen philosophischen und ökonomischen Fragen. Aber niemand muss irgendwie, das hat das Gefühl, er muss erstmal mehrere Semester Philosophie studieren, um da mitreden zu können. Und das, glaube ich, ist auch ein, da hat schon die Debatte darum was Emanzipierendes. Ja, genau. Also, also ich finde vor allem auch sehr spannend, halt diese Kombination zu haben, weil ich auch schon öfter sozusagen, auch während meines Studiums, ich habe plurale Ökonomie studiert, auch quasi immer in diesem als ökonomische Modelle auch dann eine Rolle spielen, damit es dann auch zu dieser Teilung kommt. Jetzt fände ich noch spannend zu wissen, da es ja jetzt quasi eine Menge von staatlichen Hilfsprogrammen ja momentan gibt in Bezug auf Corona, von der jetzt quasi vor allem Kurzarbeiterinnen oder Mieterinnen profitieren sollen, was halt momentan noch nicht so wirklich ankommt, könnte ja quasi, das wäre jetzt die Frage, ob das BGE nicht eigentlich die gerechte Alternative dazu wäre, zu den jetzigen Programmen. Ja, das gibt ja auch einen Grund, warum das jetzt die Petitionen für ein Grundeinkommen gerade so einen Zulauf haben, ne? Und ich würde auch sagen, also auf jeden Fall, mein Grundeinkommen würde jetzt viel, viel gründlicher helfen. Natürlich muss man auch ein bisschen realistisch sagen, zu Beginn der Krise wurden alle in den Behörden nach Hause geschickt. Das wäre jetzt gar nicht so einfach möglich gewesen, eine Neustrukturierung zu machen. Insofern war es schon auch richtig, dass es, also haben wir als Linke, haben uns auch für Soforthilfen eingesetzt. Ich habe dann gesagt, okay, ich will es bei uns in der Partei. Das ist ja bekannt, da ist das ja, wird es ja kontrovers diskutiert. Es gibt leidenschaftliche Befürworterinnen wie mich, es gibt leidenschaftliche Gegner des Grundeinkommens und ein Großteil der Partei, die entweder neugierig interessiert oder skeptisch sind. Und deswegen war jetzt unser erster Impuls als Gesamtparteien zu Beginn der Corona-Krise nicht Grundeinkommen für alle, auch wenn ich von Anfang an die Petitionen unterstützt habe, sondern wir haben dann gesagt, wir fordern ein Überbrückungsgeld. Es gibt halt Leute, die reagieren irgendwie ideologisch allergisch, wenn der Begriff Grundeinkommen dasteht. Aber im Grunde genommen ist ja so ein Überbrückungsgeld, wo man sagt, das bekommen jetzt alle, deren Einkommen wegbrechen, ohne dass geschaut wird, mit wem lebst du wie und wo zusammen, ohne dass die eine Gegenleistung machen müssen. Das wäre ja schon ein Weg in Richtung Grundeinkommen. Entschuldige, bei mir klingelt das Festnetztelefon. Ich mach's mal kurz aus. Tja, so ist das im Homeoffice. Ja, genau. Also deswegen nochmal zur Krise. Ich sage, es gab halt so Sofortmaßnahmen, die wir gefordert haben. Zum Beispiel das Kunstschaffende jetzt einen Zuschuss von 9.000 Euro bekommen oder halt ein Überbrückungsgeld für die Solo-Selbstständigen und die Mini-Jobbenden. Aber ich fand die universellste und konsequenteste Antwort auf diese Krise jetzt wäre natürlich ein Grundeinkommen für alle. Und dass die Petition jetzt so einen Zulauf haben, hat einen Grund. Und zwar für die Krise uns verdichtet was vor Augen, was viele Grundeinkommensfans schon wussten, aber gut, jetzt haben es halt ganz viele vor ihrem Auge. Und zwar, es kann so schnell gehen in dieser Gesellschaft, dass von heute auf morgen das Einkommen, was man hat, wegbricht. Selbst Leute, die gedacht haben, Mensch, ich habe doch ein super gutes Geschäftsmodell, es läuft alles und so weiter, ich brauche doch keinen sozialen Schutz, merken auf einmal, Mensch, es kann immer mal ganz schnell gehen, ohne dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und umso wichtiger ist es, dass es eine Gesellschaft gibt, wo die Menschen nicht ins Bodenlose stürzen, sondern wo es einen sicheren Grund gibt, auf dem sie immer zum Stehen kommen.
Und das wäre halt das Grundeinkommen. Und wir müssten diesen, so schlimm das alles gerade ist mit der Corona-Pandemie und was das den Menschen auch an Zumutungen bringt, aber ich glaube, diesen Rückenwind sollten wir nutzen für die Zeit nach Corona. Also würdest du jetzt quasi nicht wie beispielsweise auch Wissenschaftlerinnen wie Klaus Dörre dann diese Krise nicht als quasi Verschlimmerung sehen, sondern sogar als Chance für das bedingungslose Grundeinkommen? Oder bist du da auch etwas skeptischer? Nein, die Corona-Krise bedeutet für Millionen Menschen hierzulande richtig existenzielle Not. Ganz verschiedene Menschen haben sich da auch an mich gewandt. Das beginnt bei Rentnern, die so niedrige Renten haben, dass sie die bisher mit Minijobs aufgestockt haben, die wegbrechen. Das geht weiter über Studis, die deren Minijobs zum Beispiel, wenn sie halt als Kellner irgendwo gejobbt haben, einfach wegbrechen, wenn alle Kneipen schließen. Und das geht aber auch halt weiter über Selbstständige, die jetzt einfach ihrem Beruf nicht nachgehen, Kunstschaffende, die Theater haben alle zu und das wird enorme wirtschaftliche Einbrüche zur Folge haben. Und dann sage ich, da uns sowieso so knallharte Verteilungskämpfe bevorstehen, müssen wir auch nicht bescheiden sein, sondern wir sollten eher in großen, grundlegenden Alternativen denken. Vielleicht noch kurz zur Begründung, warum ich meine, dass uns so knallharte Verteilungskämpfe bevorstehen. Die Frage ist doch, wer hat am Ende die Kosten der Krise zu zahlen? Die Regierenden neigen ja gerne dazu, das auf die Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen abzuwälzen. Hinzu kommt, die Schuldenbremse ist ja jetzt außer Kraft gesetzt worden, aber die wird ja wieder greifen. Und da gibt es dann die Pflicht, die Tilgungspläne umzusetzen. Und das heißt, die werden in den nächsten 10, 20 Jahren, sozusagen gibt es den Plan der Bundesregierung, all die Ausgaben, die sie jetzt hatten, zurückzuzahlen. Und das würde bedeuten, dass es krasse Kürzungseien im Bildungsbereich, im Kulturbereich, im Klimaschutz, im Umweltschutzbereich gibt. So, deswegen muss die Schuldenbremse fallen und deswegen müssen sich, glaube ich, alle sozialen Akteure gut aufstellen für knallharte Verteilungskämpfe und wir brauchen andere Mehrheiten, damit wir, also diese Krise kann dazu führen, um es ganz deutlich zu machen, dass es wir krasse Sozialkürzungen haben, es den Menschen, die jetzt schuften, deutlich schlechter geht. Sie kann aber auch dazu führen, wenn wir die Verteilungskämpfe gut führen, dass wir andere Mehrheiten haben und soziale Garantien einführen. Das ist offen. Und wie es ausgeht, hängt auch davon ab, wie wir uns aufstellen. Du hast ja jetzt gerade schon beschrieben, dass es sowohl Zivilgesellschaft als auch parlamentarisch große Kontroversen um das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Diese Debatten werden ja auch innerhalb der Linkspartei geführt, wie du vorhin schon mal angerissen hast. Im nächsten Jahr soll ja auch der Mitgliederentscheid sozusagen darüber stattfinden. Und was erhoffst du dir jetzt quasi auch intern von dieser Debatte, auch innerhalb der Linken, einer Linkspartei? Und wie quasi ist, wie kann man vielleicht die Debatte dann auch noch da weiterhin anstoßen, weil ja weit nicht alle bisher davon überzeugt sind. Ja. Was ich immer Menschen sage, das Journalisten zum Beispiel, die mich dazu befragen, den sage ich immer als erstes, ich will hier eine Sache klarstellen. Nur weil ich Vorsitzende bin und fürs Grundeinkommen kämpfe, seit fast 2 Jahrzehnten heißt das nicht, dass die Linke in Gänze dafür ist. In unserer Partei ist noch nicht klar, wie eine Mehrheit denkt. Wir haben uns jetzt im Parteivorstand verständigt, dass wir nach den Bundestagswahlen 21 dann den Prozess für Mitgliederentscheid in die Wege leiten. Und was man aber auch sagen muss, weil viele denken, Mensch, wann kommt denn das Gesetz im Bundestag? Da muss man doch mal wissen, keine der bisher im Bundestag vertretenen Fraktionen hat sich bisher mehrheitlich fürs Grundeinkommen ausgesprochen. Die meisten Grundeinkommensbefürworterinnen gibt es noch bei uns, bei den Linken und bei den Grünen. Ja, deswegen sage ich immer so, womöglich geht der Weg zur Einführung des Grundeinkommens eher über die Einführung von direkter Demokratie und dann auch irgendwann über einen Volksentscheid. Jetzt nochmal für unsere Partei. Ich glaube, was man innerparteilich nochmal sehr deutlich machen muss, A, diese Krise hat uns allen nochmal gezeigt, es kann manchmal ganz schnell gehen, dass es nach unten geht, umso wichtiger sind soziale Garantien. Zweitens, finde ich, muss man intern deutlich machen, weil es gibt doch so eine Chimäre, die immer hochgehalten wird, ja, dann bekommt der Millionär ja auch die 1.100 Euro zu Beginn des Monats. Und sage ich, ja, der bekommt die, aber nach unserem Finanzierungsmodell zahlt der so dermaßen mehr drauf, dass der am Ende des Tages nicht mehr Geld hat, sondern deutlich weniger. Aber der Millionär wird halt oft vorgeschoben intern
Und ich sage, am Ende trifft es den aber nicht, sondern es trifft dann diejenigen, die so knapp über der Bemessungsgrenze sind. Und dann finde ich nochmal, dass man intern auch immer auf eins hinweisen sollte. Wir wissen, dass der Zuspruch zum Grundeinkommen in der Gesellschaft deutlich wächst. Und er war schon vor Corona sehr groß bei der Wählerschaft der eher fortschrittlichen Parteien links der Union. Also ich habe verschiedene Umfragen mir angeschaut und die gehen davon aus, dass entweder 2/3 bis über 70% der potenziellen linken Wähler fürs Grundeinkommen sind. Ob die da jetzt immer das konkrete Modell der BAG-Grundeinkommen meinen, in aller Konsequenz, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es geht denen damit auch um so ein Statement, einen universellen, garantierten Schutz vor Armut. Und eine Linke, die irgendwie am Ende sich gegen das Grundeinkommen ausspricht, glaube ich, macht sich auch viel, also wird auch Teil ihres Wählerpotenzials vom Kopf stoßen. Da ja auch quasi Corona vor allem auch gezeigt hat, dass das man ja auch meistens viel zu kleinteilig denkt, was jetzt quasi die Räume betrifft, weil ja sozusagen Corona nicht nur ein deutsches, europäisches, sondern letztendlich eine weltweite Pandemie ist, die ja auch vor Grenzen nicht Halt macht. Und man ja auch quasi beispielsweise in Italien die Auswirkungen auch dessen sehen kann oder dann auch noch schlimmer oder wie es jetzt kommt in Brasilien oder den USA. Was denkst du quasi zum einen vielleicht über so eine europäische bedingungsloses Grundeinkommen, also quasi, dass dann auch beispielsweise gewisse Inflationseffekte, die es dann geben würde, sich in der Europäischen Union jetzt auflösen würden? Und wie siehst du das, die Chance vielleicht auch generell über eine weltweite Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen anzustellen? Ich sehe das Grundeinkommen als ein globales soziales Recht. Ich muss gestehen, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, oh, super Sache, aber das ist schon eher was so für einen westlichen akademischen Bereich. Dann war ich beim Weltsozialforum in Porto Alegre und habe dort halt dann einen brasilianischen Senator kennengelernt, der so begeistert und inspiriert war von den Debatten ums Grundeinkommen. Der konnte zwar nicht durchsetzen damals, dass es ein Grundeinkommen in ganz Brasilien gibt, aber der hat inspiriert durch diese Debatten zum Beispiel ein Anti-Hunger-Programm für ärmere Stadtteile aufgelegt. Oder gibt ja das Modellprojekt aus Namibia, wo in einem Dorf das mal ausprobiert wurde. Und obwohl das eine ganz andere Situation wirtschaftlich mit diesem armen Land ist wie hierzulande, gab es dieselben Bedenken, die Männer werden das doch alle versauen. Was hat man gemacht? Man hat während der 2 Jahre, wo das Modellprojekt lief, einfach evaluiert, inwieweit der ausgeschenkte Alkohol in dem Dorf Kaschem zugenommen hat. Und das Ergebnis war, es wurde nicht mehr Alkohol ausgeschenkt, sondern es wurde im Gegenteil beobachtet, dass das Geld von den Frauen vor allen Dingen verwendet wurde, die Kinder besser zur Schule zu schicken oder sich eine eigenständige Existenz aufzubauen. Insofern würde ich sagen, das ist nicht nur theoretisch ein globales soziales Recht, sondern das hat schon auf verschiedenen Kontinenten Menschen inspiriert. Vor, ich glaube, inzwischen 3 Jahren war ich in Südkorea, weil es gibt ja inzwischen ein weltweites Grundeinkommensnetzwerk, das heißt Yen Basic Income Earth Network. Das ist mal als europäisches Netzwerk gestartet, aber inzwischen gibt es halt in verschiedenen Kontinenten Menschen, die das begeistert. Was mich in Südkorea echt berührt hat, war, weil hierzulande ja manchmal noch so gesagt wird, ja, Gewerkschafter und Grundeinkommen, die stehen so gegeneinander. In Südkorea war das so, dass junge Menschen, die mit den Gewerkschaften einen Hungerstreik gemacht haben für einen Mindestlohn, für einen höheren Mindestlohn, dass die zugleich bei dem Grundeinkommenskongress sondern dafür gekämpft haben. Und für die war das eine Selbstverständlichkeit, dass der Kampf um einen höheren Mindestlohn und für ein Basic Income zusammengehört. Also insofern können auch die Debatten in anderen Ländern uns hierzulande. Und weil du das mit Europa angesprochen hast, natürlich wäre das eine Option, auch die EU, sag ich mal, sozialer zu machen, weil du wirst die Sozialversicherung der einzelnen Länder, die kann man nicht ganz schnell und automatisch irgendwie harmonisieren und zusammenbringen, auch weil das immer mit Anwartschaften verbunden ist. Aber möglich wäre ein Grundeinkommen als soziale sozusagen Stufe, unter die niemand fällt, überall einzuziehen. Das würde natürlich von der Summe immer orientiert an der jeweils nationalen Armutsrisikogrenze oder an der jeweils nationalen Kaufkraft, weil es schon klar, für 1.000 Euro kann man sich irgendwie in Polen irgendwie mehr kaufen als in anderen Ländern, also dass man ein bisschen guckt, wie ist jeweils die nationale Kaufkraft. Aber
Aber das einzuführen wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt in Richtung soziales Europa. Ja, das macht doch auf jeden Fall auch als Ausweg Mut oder besser gesagt auch scheint ja auch die Perspektive für eine weltweite Debatte auch rundher darum und vielleicht auch eine realistischere Einschätzung dessen. Was glaubst du denn, wenn man vielleicht so ein bisschen utopisch nach vorne guckt? Ich weiß, als Linke kann man das vielleicht manchmal nicht ganz so machen, wenn man realpolitisch die Verhältnisse sieht. Was denkst du denn, wie lange vom Gefühl her es noch dauern wird, bis sich denn in Deutschland das BGE dann letztendlich doch durchsetzen wird? Was wäre so deine Einschätzung? Ich finde, man gerade als Linker muss man immer wieder optimistisch nach vorne schauen, weil wenn du nur Abwehrkämpfe führst, wirst du erstens selber mit Schucke und dann bist du nicht erfolgreicher. Also ich meine, weißt du, ich bin ja auch Sozialpolitikerin bei uns und ich kämpfe wirklich um jeden Euro mehr, gerade zum Beispiel darum, dass die Ärmsten irgendwie das Mittagessensgeld aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen und so, weil ich finde, klar, man muss um jede kleine Verbesserung kämpfen. Zugleich aber habe ich die Beobachtung gemacht, wenn wir total bescheiden sind in unseren Forderungen, ist es nicht so, dass auf einmal die Regierungsfraktion sagt, oh Mensch, Frau Kipping hat aber heute einen Vorschlag gemacht, dass jetzt die Ärmsten der Armen das Geld fürs ausgefallene Mittagessen bekommen, das ist ja gar nicht so viel, das ist ja nur so im Millionenbereich, Mensch, das müssen wir doch jetzt mal umsetzen. So läuft das ja nicht, ja? Sondern wirklich, das ist ja alles unfinanzierbar und nicht umsetzbar und so weiter. Deswegen, um jeden Euro mehr für die Ärmeren kämpfen und so klein, finde ich, brauchst als Kompass eine weitreichende Perspektive, das wäre das Grundeinkommen. Wann kommt die jetzt? Ein Konservativer hat mal gesagt, Prognosen sind schwer zu treffen, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie stark wir kämpfen. Eins würde ich aber schon sagen, wir wissen inzwischen, manchmal kämpfst du jahrzehntelang für eine Sache und hast echt das Gefühl, okay, es stimmt, was gesagt wird, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Und dann gibt es manchmal Zeitfenster, wo Veränderung total schnell geht. Also zum Beispiel, dass in Deutschland auf einmal eine konservative Regierung aus der Atomkraft ausgestiegen ist. So, das hätte man ein Jahr davor nicht, also ich hätte das nicht ein Jahr vorher prognostizieren können. So, die Corona-Krise haben wir auch alle nicht vorhergesehen. Und was das freisetzt und in welche Richtung das geht, das ist alles offen. Deswegen sage ich immer, wir müssen dafür kämpfen, um in den zeitlichen Fenstern, wo Veränderungen auf einmal ganz schnell gehen kann, dann gut aufgestellt zu sein und dann das Richtige durchzusetzen. Und ich finde, das Grundeinkommen, und zwar als etwas, was die mittleren zwei Drittel der Gesellschaft deutlich besser stellt und wo das reichste Drittel der Gesellschaft draufzahlt, was eine emanzipatorische Wirkung hat, das wäre genau das Richtige, was wir erkämpfen müssen. Alles klar, dann bedanke ich mich jetzt schon mal für das Gespräch. Es war ein sehr interessanter Talk und bitte auf jeden Fall gesund zu bleiben und hoffe, dass wir bald auch wieder das Leben draußen genießen können. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Marius, dir auch liebe Grüße ans Linknet-Team und ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder eine Veranstaltung im Real Life machen können.